Wir sind am Nachmittag in Hirschhorn am Neckar angekommen und nutzen das verbleibende Tageslicht für einen ersten Stadtrundgang.
Wintercamping hat wirklich seinen eigenen Reiz, wenn man morgens aufwacht und rundherum liegt der Schnee. Die dritte Nacht dieser Tour verbrachten wir in Hirschhorn am Neckar. Das ist schon ziemlich nah an Heidelberg. Jetzt gehen wir gleich nochmal rein in den Ort Hirschhorn. Schauen uns den Ortskern und die Burg darüber an und klettern auf einen kleinen Aussichtspunkt, über den man auf die Neckarschleife schauen kann.
Schloss Hirschhorn liegt oberhalb der kleinen Gemeinde Hirschhorn in den Hängen des Odenwalds direkt am Neckar. Wir sind auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt, von dem aus hier auf die Neckarschleife schauen können. Diesen Wochenende hat es, glaube ich, in fast ganz Deutschland geschneit. Wir hatten ja auch in Stuttgart schon etwas Schnee. Und der Wald hier ist auch leicht eingeschneit. Das sieht richtig schön aus. Ist ja nicht mehr üblich heutzutage, dass es im Winter schneit. Von Hirschhorn kommend führt uns unser Weg über Heidelberg. Einen letzten Ort schauen wir uns vorher noch an, Neckargemünd.